Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Und genau, wir haben jetzt letztes Mal angefangen hier ein bisschen. Warte, muss ich mal schauen, damit ich hier keinen Schmarrn erzähle. Genau, ja, hier haben wir dann angefangen, unsere Abtrünnigen wieder zu bekehren, sage ich mal so. Den da, genau, der hat sich eingebunkert, weil der kommt da nicht mehr raus. Hier haben wir eine große Schlacht geschlagen. Und die da kommen jetzt denen zu Hilfe. Ich würde tatsächlich das so machen, dass die zuerst den zu Hilfe kommen und dann Iskar wieder einnehmen. Weil die da sind schon ein bisschen am struggeln, wobei die sind halt eingebunkert, also ja, oder ich hole mir zuerst Iskar wieder zurück. Ja, mal schauen, muss ich mal spontan machen. Gut, genau, dann machen wir einfach mal gleich weiter hier. Genau, können wir mal kurz schauen, was hier überall ist. Aber an sich sieht es ziemlich frei aus. Easy. Okay. Das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Marktsiedlung. Hier die da und hier machen wir mal weg. So, genau. Ja, dann nächste Runde Alexandria. Und dann gehst du mal Richtung Jerusalem. Und schauen wir mal, was da so alles rumkreucht und fleucht. Was haben die da? Zehner. Zehner Garnison ist gar nicht so unwenig. Unwenig. Was ist das denn für ein Unwort? So. Ach, aber okay. Das können wir auch automatisch machen. Schön. So. Hier werden wir das so machen. So. Ja, also an sich ist das gerade ziemlich, ziemlich easy. Ich muss halt nur schauen, also hier, warte mal, ich könnte vielleicht, okay, ich rekrutiere mal hier einen Würdenträger, den benutze ich dann auch ein bisschen, um zu spionieren, damit ich weiß, was im Osten so abgeht. Ja, hier muss ich halt schauen, dass ich die da bald bald besiege. Die haben halt, ja, die haben halt nur Kavallerie. Das wird ein interessanter Fight dann. Eine interessante Schlacht, weil ja, das ist halt die Achillesferse von den Spartanern, also auch schon immer gewesen. Ohne den Peloponnesischen Bund hätten die, ja, wären die so, ja, gleich gestorben, so ungefähr. Weil, ja, die haben zwar sehr, sehr gute Hopliten gehabt, sehr, sehr gute schwere Infanterie, aber gegen, oh, ich hätte was auswählen können, aber gegen leichte Infanterie, Bogenschützen und Kavallerie haben die keine Chance. Also was sollen die dagegen machen, ne? Das ist halt ein bisschen problematisch. Und ja, das werde ich auch in diesen einen ja, ich nenne es mal Aufklärungsvideo über Sparta machen, dass ich schon, ja, das dachte ich mir, dass ich schon über, nee, nicht über, also das, die Idee hatte ich letzte Pfingstferien, da habe ich angefangen zu recherchieren,
Ja, aber genau. Dementsprechend, da wird es auch drin vorkommen. Was halt das Problem bei den Spartanern waren und warum das so war. Also ich meine, die waren ja nicht. Wieso? Ich habe mich doch eingebunkert. Ich habe mich doch eingebunkert. Das ist jetzt ein bisschen krass problematisch tatsächlich. Ich habe mich doch eingebunkert. Wahrscheinlich geht es nicht, weil hier eben die Furt ist. Wahrscheinlich geht es ja bei dieser Karte nicht. Das ist aber sehr, sehr doof. Und das ist doof, dass ich jetzt auf dieser Seite bin. Wieso bin ich auf dieser Seite? Ich meine, die Stadt ist doch hier irgendwo. Letztes Mal stand ich doch auf der Seite. Weil, wenn ich mich hier jetzt einbunker, sage ich mal, also hier. Ich überlege gerade, also, wenn ich hier jetzt zumache und niese, Entschuldigung, genau, wenn ich hier zumache, dann kann der sich halt hier aufbauen und hier aufbauen und dann hier rüber schießen. Und dann ist halt meine Verteidigung hier so in einem Wimpernschlag weg. Andererseits brauche ich hier nur so zwei. Ja, zwei, drei Einheiten, also eine Pikenier oder zwei Pikenier-Einheiten. Und den Rest mache ich hier zu. Und dann habe ich hier komplett Freiraum. Dann ist es auch egal, wenn die von hier kommen. Dann kann ich mit denen hier das zumachen. Wobei ich. Warte. Die kann ich ja. Hatte. Die kann ich ja nicht hier hin tun. Das ist ein bisschen blöd. Dann tue ich die mal hier hin. Ja, das ist ärgerlich. Das ist sehr, 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 sehr nicht ganz so gut. So. Ich tue die hier hin. Und die dahin habe ich nee, die kann ich gar nicht anzünden, also sind die egal. So, Also gut ist das nicht. Also gut ist das auf keinen Fall. Gut ist das nicht. Warte, die da. Mal hier hin. Ich brauche zuerst. Ah, komm mal alle noch mal weg. Entschuldigung. So, also die da müssen ganz, ganz schnell hier hin. Die da kommen. Ey, ich habe gesagt, die drei. Die da kommen mit. So. Okay, die kommen auf die andere Seite. Ja, und die da, ja, die kommen irgendwann mit. So. Beacon Infanterie zu euren Diensten. Die Götter waren mir auf. So, schnell, schnell, schnell. Ganzen Fernkämpfer. Okay, ich muss mal. Schauen, wie weit ich zurückgehen kann. So, und die da sind halt hier in der Mitte und versuchen zu überleben. Spartanische Piken! Piken ihre! Mord zum Einsatz! Alarm!
So, und ihr macht jetzt Dauerfeuer auf die Fernkämpfer. Also Dauerfeuer, also ihr fokussiert jetzt mal die hier. Da sind alle jetzt. Ja. Sehr gut. Genau, das ist auch gut. So, der kommt hier hinter. Da brauchen wir nicht mehr als zwei, um die zu schützen. So. Ja, natürlich kommen die von hinten. Ja, ja. Das war nämlich, muss ich leider zugeben, extrem clever von dem. Warum? Weil das kann ich, glaube ich, am besten zeigen, wenn wenn ich aus der Schlacht rausgehe. Weil da sieht man nämlich. Ja, natürlich. Ich hasse das. Also ich mag das nicht. Ich kann das nicht ausstehen, dass die dann immer wieder zurückkommen. Okay. Genau, weil der erste. Der erste Angriff, beziehungsweise also die Armee, ist nämlich an uns vorbei. Also, so, also hier ist die Stadt. Da in, das ist jetzt die Garnison oder die Armee, die. Seid ihr doof? Ja. Das ist jetzt die Armee, die in der Stadt war. Und die Armee hat uns angegriffen. Und wir standen hier. Was hat die gemacht? Die ist über den Fluss gegangen und hat uns angegriffen. Dadurch hat uns die KI automatisch nach hier hingebracht. Und die Verteidigung kommt natürlich von der Stadt. Also kommt sie von hier. Also mega, mega clever. Also man kann das schon sehr, sehr gut so timen. Das mit der Aufstellung schon sehr viel gemacht wird, beziehungsweise sehr viel gewonnen wird. So, die kommen natürlich wieder zurück. Da brauchen wir. Warte, ganz ehrlich. Komm mal her, du kommst her. So. Du machst dich breit. Und die helfen dir quasi so. Okay, das ging schnell. Okay, sehr gut. Sehr gut, der ist auch durch die Dinger gegangen. Wie viel? 1, 2, 3, 4. Mindestens 4. Okay, das ist noch in Ordnung. Seid ihr gut aufgestellt da? Hatte ihr ein bisschen zurück? Und ihr so hin. Unser General wird angegriffen. Ist aber gar nicht so schlecht hier jetzt. Am besten ist, wenn ich die da tausche. Wenn die Piken halt in der Mitte sind, weil da ist meistens der Hauptangriff. Heldenhafte Reiter, das ist auch. Das sind alles Kavalleristen. Ach krass. Interessant.
Gefährliche Spartaner! Bisschen Kuddelmuddel hier. Aber der geht auch ziemlich langsam, ne? Nein. So, sehr gut. Die werden jetzt fokussiert. Aber das sind nur Steinschleuderer, oder? Stein, 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 ja. Und sonst haben die nichts. Okay. Das ist ganz gut. Was macht ihr da? Ich habe nicht gesagt, dass sie hier rausgehen sollen, ne? Okay, kannst du jemanden? Ja. Die Loyalität mache ich wann anders. Greifen die an, okay. Aber zum Glück, der hat nur noch normale. Ist dann wurscht. Sehr gut. So, dann kann ich langsam hier den. Nein, 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 nein. Da kann ich ja hier mal die Schlaufe zumachen. Die Schlaufe zumachen, mhm. Tobi, die Schlinge meine ich. Okay, dann weiter zu. Ich gehe mal so rum. Nee, nicht doppelte, sondern einfache. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr gut. Da weiter. Ah, der will jetzt natürlich hier hin. Das ist ja klar. Da geht mal da rein. Hier geht da hin. Geht dahin. Ihre gesamte Munition verbraucht. Einfach weiter schießen. Und hier geht's los jetzt. Aber ihr könnt auch mal was machen. Dann hätten wir das. Natürlich sind die jetzt in den. Ja, mhm. Natürlich, natürlich, natürlich. Das ist auch sehr realistisch, dass das jetzt passiert ist. Okay, kommt ihr mal her. Ja. Das ist auch sehr, sehr realistisch hier.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. So ein Schmack. Okay. Ja, warte, ich. So. Dann macht euch mal wieder gerade. So. Ja, hier ist ja quasi alles gewonnen. Ich will nur nicht, dass die rauskommen dann am Schluss. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Was macht ihr denn da? Naja. Gut. Jo, Verfolgung brauchen wir leider nicht, weil die, ja, oh, 700, 650, nice, weil die ja einfach wegrennen. Und ich habe leider keine Kavallerie. Naja. Aber das ist schon mal sehr gut, dass die überlebt haben. Wir haben nur 200 verloren. Das ist echt nicht schlecht. Das ist echt gut. Jetzt müssen wir nur mit der zweiten Armee. Was will der denn? Da war keine Garnison drin. Ach, ist das nervig. Naja, okay, dann übernehmen wir es mal schnell wieder. So, jetzt bist du weg. So. Naja, das, könnte man ja sagen, dass das, der Sinn und Zweck des Ganzen war. Ja, irgendwie so. Okay. Das Problem ist halt jetzt. Ja, wobei, der kann eigentlich nichts machen. Darf ich hier jetzt eigentlich weg? Nee, immer noch nicht. Das ist halt sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. So, wie geht's dir denn gerade? Ja, ich warte noch den einen Turm ab und dann greifen wir da an. Ah, genau. Wie geht's denn jetzt in Ägypten weiter? Oh, da hat eine kleine Flotte da. Süß. So. Bisschen mal hier platt machen. Da ist eine kleine Armee. Das ist gar nicht so schlimm. So, du gehst mal. Nach da, einfach um es zu schützen. So. Gut. Ah, und wieder 25 Minuten. Ja, eine Schlacht und schon ist die Folge vorbei. Gut, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und, genau. Ja, das. Ja, nee, das sage ich einfach das nächste Mal. Gut, macht's gut und bis dann. Bye, bye.